Leute, heute sind wir wieder in einer freshen neuen Folge Minecraft-Freunde. Und heute ist es soweit, Leute. Denn im gestrigen Vlog haben wir um die Wette Bowling gespielt. Und die Wette war, der am wenigsten Punkte hat, der kriegt von jedem anderen Mitspieler ein TNT in sein Haus gezündet. Der Verlierer war leider Gambo und die sind auch schon versammelt. Ich gehe mal da hinten hin. Das war ich nicht. Hallo, Freunde. Nein, Logo jetzt mal. Hi, Evo. Jetzt nur mal so rein spekulativ. Ihr wollt das Haus sprengen? Und was wäre, wenn unter Gambos Haus ich einfach gestern Abend 50 TNT vergraben habe und die dann kettenreaktionsmäßig gezündet werden und nichts mehr zurückbleibt, außer ein tiefer Krater? So viel Pulver hast du nicht, das ist keine Gefahr. Gambo, guck mal. Ein gutes Tagebuch. Ist nichts geheim, stelle ich, by the way, die Kopie davon, stelle ich auch hier vorne aus. Aber Gambo, komm mal mit, wir sind ja jetzt Bauunternehmer. Ja. Lass mal das Haus zeigen, was wir gebaut haben. In Minecraft, Freunde, für unseren Freund Fabo. Das ist es. So ein schönes Haus bauen. Digga, das sieht so geil aus. Fabo hat auch ein Geschenk bekommen. Darf man da rein? Ja, na klar, hier ist sogar Inneneinrichtung und ja. Fehlt noch eine Küche und das Bett wollte ich auch nicht. Mit Leitern weiß ich nicht, das senkt den Marktwert. Auf Lagerfeuern. Nein, wer zündet hier was an? Wer zündet hier was an? Logo! Nein! Oh mein Gott, es brennt alles. Es brennt! Das Haus brennt, oh nein! Aua! Lass es doch ein bisschen dampfen! Nee. Sauna. Bruce, das ist ganz schlecht für die Fassade. Boah, ich bin so stolz. Hier ist auch eine kleine Farm, Leute. Elina, König? Wir probieren dein Haus. Elina, welches Haus findest du schöner? Das, was du gebaut hast, oder meins? Logo ist doch super, oder? Das ist doch toll, oder? Das hast du doch gestern noch gesagt, dass es Charakter hat, oder? Es hat auf jeden Fall Charakter. Es kann sogar winken. Das kann keines der Häuser hier. Wo ist Ben eigentlich? War nicht das blöde Haus mit dem Stacheldraht. Er war anders sauer, als ich ihm das Geschenk geklaut habe. Hä, wie konntest du ihn das... Ah, okay. Das ist ja mein Ding. Hey, Lina, geh aus meinem Rucksack raus. Das ist Strom. Du sagst Strom. Erstmal durchschneiden, dann hat er wieder kein Internet mehr. Hast du TNT oder brauchst du? Oh, Gambo, ich habe alles vorbereitet für heute. Ich habe auch ein TNT. Vielleicht platziere ich auch zwei. Ey! Was habe ich da gehört? Und alle euer TNT raus. Hat jemand ein Feuerzeug? Na tja, ich bin ja anders bereit. Ich habe sogar ein Alarmhorn. Stark. Okay, dann, wer macht zuerst? Also. Warte mal, habt ihr noch eins übrig? Dann platziere ich auch eins. Ich habe zwei mitgebracht. Echt? Ja, komm. Ja, dann hier. Oh wenn dann alle. Wow, alles oder nix, komm. Dann let's go, oder? Let's go. Boah, ich will aber nicht als erstes. Ich will erst sehen, wie ehrenlos hier die TNTs platziert. Okay, wer will als erstes? Ich nicht. Fabi ist da schon direkt drin. Oh, das ganze Feld. Ja, wollen wir jetzt alle nacheinander oder alle schon mal platzieren und gleichzeitig zünden? Ja, alle schon mal platzieren. Da waren irgendwelche Öfen, die da nicht hingehören. Aber irgendwer muss den Anfang machen. Die Kisten. Das Ding ist, dann sprengst du ja auch deine versteckte Kiste weg. Vielleicht ist die ja hier drinne. Nee, da musst du die vorher rausholen. Nee. Vielleicht ist die ja hier irgendwo. Aha. Geh mal weg, weiß ich jetzt nicht, ob du die Karte zünden sollst. Alter, hier, wer hat das platziert? Fabi. Hier willst du? Ja, okay. Oh, ja, ich meine, er hat die Wette verloren. Also ich bin jetzt auch ehrlich, ich werde das jetzt halt auch nicht am äußersten Rand platzieren. Er hat die Wette verloren und jetzt ist das Ding halt, ne? Ja, komm, hau das Ding weg. Der Arme. Ich platziere meins. Das ist schon respektlos hier alles. Ich platziere meins hier hin. Ich will meins mit meinem Bogen zünden. Ich mach hier. Aber also ich dachte so, aber das ist jetzt halt viel heftiger, wenn wir alle gleichzeitig. Ja, weg. Sicher? Räumungsteil. Ich hätte so nacheinander gemacht. Aber nein. Das wird lass eine Gemeinschaftszündung. Eine große. Das wird komplett krank. Kann ich zünden? Nein, Elina muss noch. Ich glaube, ich mache hier einen Eingang. Ganz kurz. Logo, wenn die Kiste hier drin ist, dann nimm die jetzt raus. Weil die Kiste, die ist ausgenommen. Sag ich dir jetzt schon. Eins meiner Bisons ist bis da hinten gerannt. Was ist das denn? Wer hat die denn freigelassen? Elina, wenn ich dir eine Empfehlung geben kann, wo es, glaube ich, den meisten Schaden macht, wenn du es hier drunter irgendwo playst, dann rupft es den ganzen Boden weg.
Ja, hier oben drauf, das ist klug. Der so fruchtbare Boden. So, platziert. Ich bin ein guter Bauer. Platziert. Ups. Oh, es wurde eingeläutet. Harry, du meinst als Sniper, warte. Ups. Hm? Ich werde das Ding jetzt zünden. Oh mein Gott. Warte, ich habe eine Idee. Wir machen das richtig stylisch. Und jetzt hier durchs Fenster musst du das TNT hitten, von außen. Ja. Aber warte, ich muss erst das Alarmrohr blasen, dass keiner in der Nähe ist. Okay. Sprengung! Jetzt bin ich gespannt, ob der hittet. Das treffe ich doch nicht. Wenn der nicht hittet wird, ist die Sprengung abgesagt. Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Ist getroffen? Nein. Hast du getroffen? Nein. Ich nicht getroffen. Wir haben auf den Falschen gesetzt. Darf ich anzünden? Oh nein. Ey, das war viel. Das kann man noch reparieren. Das ist ja alles weg. Oh mein Gott. Reparo. Hat ja jemand Blut dabei? Das ist ja viel heftiger, aber das sah übel unspektakulär aus. Was ist denn hier los? Mit ein paar Handgriffen sieht das aus. Das ist ein kleiner Substanzschaden entstanden. Hat jemand? Da macht mal ein bisschen Kleber und dann... Was ist denn hier los? Nein, was ist denn hier drin? Nein, der hat hier geil. Mit heftigen Knacken, ey, das darf ja wohl nicht wahr sein. Hier sind meine ganzen Blöcke auf dem Essen. Die sind ja, alle leer. Das Ding baue ich jetzt eigentlich. Wie viel Knarren hast du denn verbraucht? Der hat da 5 leere Knarren drin. Dann freue ich mich, dass du meinen Quarz mir zurückbringst. Quarz kann ich eigentlich auch gebrauchen. Benjamin, das ist mein Quarz! Das war ein Witz. Ich hab's nicht mal bekommen. Und jetzt TNT, bam! Oh mein Gott, das wäre heftig. Schild, schnell! Safe. Ich hab nicht mal eine Axt, ich könnte mich ja nicht mal befreien, so oder weiteres. Mann, wer macht denn das hier? Boah, das war eine heftigere Explosion, als ich gedacht habe, muss ich ehrlich sagen. Da ist nicht mehr viel übrig von Printerist. Das war YouTube, Mann! Hast du schon das nächste Tutorial ready, Gambo, für dein Haus? Nee, ich werde einen Baugutschein einlösen, mein Lieber. Ja, aber ich habe den Gutschein auch gelesen von Easy. Das ist zur Bauerweiterung, nicht, dass sie das ganze Haus bauen. Ich hab's mit ihr abgeklärt. Ich werde 2 Blöcke platzieren, das nenne ich dann mein Haus und dann wird's erweitert. Gambo, Gutschein bekommen. Willst du bei mir einziehen? Da steht eh noch was. Ich wollte gerade sagen, da wurde hier gruppenmäßig. Ich glaube, du brauchst auch einen Gutschein. Von dem Umzug hätte ich nicht viel. Bro, ich sag dir ehrlich, ich werde immer deinen Rücken haben, aber von dem Umzug habe ich absolut nichts. Wieso? Wieso? Das Haus ist doch hübsch. Guck mal, mit Seifenblasen. Ob das hübsch ist, wird demokratisch noch entschieden. Achso, wenn es diesmal auch wirklich demokratisch ist? Das ist wirklich demokratisch, ja. Ah, okay. Ebru hatte ja auch diesen Prime-Platz zur Explosion. Ebru, Alter! Die hat sich das hier mit ihrer Tasse Kaffee angeguckt. Ebru hat sich hier... Jo! Moin. Ich fackel das ab, ich hab keinen Bock, alles da. Das ist aber beste Sicht. Nein, ich fackel das ab. Gemütlich. Das ist meine Rindfleisch. Das ist vegetarisches Fleisch. Gut getroffen, genau. Veggie-Fleisch, nice. Ja, aber ich hab gerade keinen Hunger, bin satt. Oh, was ist das denn für ein cooler Schild, Alter? Easy gemacht. Boah, nice. Ey, das sind gute Fichten. Ich stell mir die Katze nicht einfach abholen, abbrennen lassen. Zündet ihr das Haus gerade ab? An? Ich mache. Nee. Kaputt. Und die Fässer, die sind auch ultra gut. Nee, den Kolben, den brauchst du. Wo ist denn der Kolben hier? Stimmt, nein, Benjamin! Oh mein Gott, wie die Arschgeier. Ich hab das einzige Wertvolle hier. Fabi holt sich das Quarz. Ja, okay, genau genommen ist es ja auch Fabis Quarz. Das brennt hier alles komplett ab, nein, ich will den Kolben nicht klauen. Alter. Hier, warte, hier. Ja. Oh. Das war's mit dem YouTube-Haus. Gambo, es tut mir ein bisschen leid. Hey, die hat die heftigste Sprengung gefetzt, muss ich halt mal dazu sagen. Hey, da oben ist ein Schild. Was steht denn da drauf? Ja, passiert mal, ne? Nach dieser Spritztour kannst du auch noch zum Dorfobdach. Das war von deiner Schnitzeljagd, das hast du übersehen. Das war von der Mogi-Schnitzeljagd. Ja. Hallo. Ebru? Hallo. Der Dorfobdachlose? Guck mal, wer jetzt hier obdachlos ist. Es ist doch nicht mein Schild. Ey, guck mal, es ist hier überall Asche. Ja. Kann ich damit was? Damit kann ich so. Seife kannst du damit machen. Ne? Seife kannst du damit auch machen. Damit kannst du Glimmerblasen machen. Seife? Ja. Echt? Ja. Was kann ich mit Seife machen? Glimmerblasen. Ah, wow, das ist cool. Kann ich die auch irgendwie mit TNT tun, dass sie explodieren? Nein, es sind nette Glimmerblasen. Oh, schade. Minecraft-Freunde. Und diese Laterne bräuchte ich noch.
Junge Lina. Ist das schlecht. Gambos, Fabos Haus ist hier aber auch sehr feueranfällig, ne? Ja, ich weiß. Das Dach, ich das denk, ist das sicher. Ist kein einziger Nicht-Holzblock. Doch, klar, das Dach komplett und das Fundament. Das steht dann ja, noch. Stimmt, das Dach, ja. Wollen wir es mal ausprobieren? Ah, Mist, ich habe Gambo mein Feuerzeug gegeben. Nein, bitte nicht. Das ist gerade frisch fertig geworden. Es ist noch nicht abgenommen. Riecht es noch ganz frisch? Oh ja. Yeah. Hier dein Feuerzeug. Ah, danke schön. Barbie, meine Hose. Danke, Bro. Au, au. Meine Kaschmirhose. Alter, da kriegt man auch diesen Effekt. Ey, Alter, ich habe 36 Level. Wer ist das denn? Lol. Wo ist es jetzt soweit? Was ist soweit? Was ist das hier? Das Haus brennt! Wir hatten das Haus angezündet, Alter! Der Fabus Haus brennt komplett ab! Oh, Mann. Oh, Leute! Holt die Feuerwehr! Holt die Feuerwehr, bitte! Oh, hier brennt's auch an der Seite. Ich glaube, wir sind wieder safe. Wir hatten das angefackelt gerade. Ich habe extra das Feuerzeug kaputt gemacht, nachdem Gamma mir das gegeben hat. Ich habe es instant wieder ausgemacht eben. Ich habe aber nicht das Holz angezündet. Dann war es ja wohl der Warden. Der Warden? Warum geworden? Ist das dann immer niemand gewesen am Ende? Los. Bestimmt von selbst angezündet, ne? Ey, wenn man es instant wieder ausmacht, geht's ja nicht an. Weil ist das Haus ja, ja doch. Gut. Nichts kaputt gegangen. Doch, komplett. Was ist denn kaputt gegangen? Guck mal, Gambo, ich hab hier was gemacht. Da oben, das Vordach. Was hast du abgebaut? Oh, das ist dein Quarzer. Brauchst du dafür Fichtenholz? Da hab ich welches noch von Gambo. Ich hab welches dabei, gar kein Problem. Ah, okay. Fichtenholz hab ich gestern 4 Stacks gefarmt, davon hat sie genug. So, Leute, jetzt müssen wir hier mal kurz das Haus reparieren. Das hat jetzt leider schon den ersten Schaden bekommen, was ich sehr schade finde. Aber naja. Boah, wir haben viel zu viel im Inventar. So, hier fehlte auf jeden Fall noch ein Zaun, der ging hier leider kaputt. Hier liegt ein bisschen Asche rum. Da ist auf jeden Fall noch so ein Blümelein, was da noch dazu gehört. Okay, und ich glaube, dann ist alles eigentlich wieder safe und es ist nichts groß kaputt gegangen. Tja, Leute, von hier aus können wir den Schaden gut beobachten. Sorry, Gambo. Oh Mann, Alter, da geht man... Oh, das tut mir voll leid, Alter. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst ein Like und ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Haut rein, oder? Tschüssi!